Weil jetzt müssen wir ja die Sachen craften. Viadukt. Unbehandelt. Machen wir jetzt erstmal das gehärtete Glas. Das ist also vier davon, davon. Ist ja ein Pattern. 1, 2, 3, 4. Und ein Bleiber. Macht uns gehärtetes Glas, zwei Stück. Ein Block Obsidian. Macht uns viermal pulverisiertes Obsidian. Im Induktionsschmelzer war das gehärtete Glas. Und im Magma-Tiebel das andere und die Sackmill, Sackmalwerk, das Pulver. So, schauen wir mal, Viadukt. Viadukt unbehandelt. Ist ein Processing Pattern. Nehmen wir mal vier Stück raus. Ist auch so ein Trick, man kann die da rausnehmen. Ups. Ich habe die noch nicht umbenannt, wie man sehen kann. Halt. Der muss da rein. So. Und dann gibt es das verbindende oder verbindende Landstreckenviadukt. Das ist das Viadukt mit resonantem Ender. Und das Landstreckenviadukt, das ist. Ah, verdammt. Das habe ich, glaube ich, sowieso eben auch einen Fehler gemacht. Ich habe nicht gehärtetes Glas genommen für die Schablone, sondern mein Quarzglas. Tauschen wir mal kurz aus. Ja, Quarzglas. La, la, la. Löschen, Shift, rechte Maustaste. Jetzt ist es gerade das Glas, okay. Warum nicht gleich so? Machen wir es beim zweiten Mal. Ja, wie gesagt, ich mache es deswegen, weil ich da am Längen mehr von habe. Davon gibt es 8, so. Und dafür muss ich jetzt dieses Eresiumstaub haben. Dafür brauche ich diesen Blitz. Und den habe ich aber eigentlich. Wo liegt er denn? Da ist er. Mal wieder das Typische. Also Appetit brauchen wir nicht mehr. Oder Appetit oder wie auch immer. Ja, packen wir das mal schnell hier rein. Einmal Blitzstaub und einmal Blitzstaub.
Ja, auf der anderen Seite können wir das ja schon mal machen. Also Ureus-Umstaub, dieses Blitzstaub wird hergestellt. Aus Sand, zwei Redstone, ein Blitzstaub. Also Sand. Zwei Redstone. Nein. Zwei Redstone. Zwei Redstone. Ist ein Blitzstaub. Tun wir einkodieren. Pyrhus im Staub? Nee. Ich mir jetzt noch die ganzen Namen wirken würde, könnte dann. Den können wir auch machen. So. Das Rezept kommt in den Magma-Tiegel rein und es wurde noch Sand in den Filter legen. Und das ist eine ganz normale Crafting-Recipe. Ein Sand brauche ich da. So. Millibucket. Wie viel kriege ich da raus? Da müssen wir jetzt mal gucken gehen. Erysiumstaub einmal craften. Zack. Da sind zwei Stück. Und dann gehen wir mal gucken. Also da muss jetzt noch Sand rein, weil wir ja den Sand damit vollpacken müssen. Brauchen wir höchstwahrscheinlich im nächsten anderen Dings. Zwei Stück hier rein. Ergibt 500 auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt die da reinpacke. Habe ich 200 weniger, also pro diesem Staub 250, das wären dann also 5 von diesen Viaducts. Na, 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. Fünf davon. Gibt 5 davon. Mit einem hiervon. Also müssen wir jetzt noch das Viadukt unten auch noch in den Filter reinpacken. Das Langstreckenviadukt brauchen wir auch. Aber das ja noch mit, zusammen mit den Enderpearls machen müssen. Und dann haben wir eigentlich alles, glaube ich.
Ja, wie gesagt, wir brauchen unbedingt einen größeren Filter. Den mache ich dann später, hoffe ich. Dann brauche ich jetzt noch eine Enderpearl. Das Viadukt kommt. Kann man auch direkt hier rein tun. Man kann schon nicht oben drüber gehen, wenn wir schon mal hier sind. Aus einer Enderperle wird 250 resonanter Ender und von diesen Landstreckenviadukten. Ach, da ist noch drin. Ah. Da brauchen wir noch ein paar. Nochmal einen Satz. Wir brauchen da sowieso jede Menge, also. So, jetzt ist das resonante Ende drin, 250. Das verkehrte Viadukt. Das ist das Langstrecken, das Verbindende müssen wir haben. Das ist ein Viadukt mit 1000. Also 4 Enderpearls. Habe ich da gerade einen Fehler gemacht? Da muss mich das rein. Tausend Viadukt rein. Und Ender braucht. Und Ender braucht immer. Ohne Ende. So, okay, also 4 Enderperlen. Der Unterschied in der Anzahl Enderperlen kommt daher, dass ich nur ein paar hier drin habe. 86, ne, und der Rest ist hinten in dem Spawner. Und Logistics Pipe zeigt ja alle an. So ein normales Viadukt ergibt ein verbindendes Landstreckenviadukt. Wobei, gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber okay. So, Viadukt. Die normalen Viadukte brauchen wir auf jeden Fall. Ich möchte Landstreckenviadukte haben. Ich möchte Verbinder haben. Ich würde mal sagen, Verbinder brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Zwei. Und die Landstreckenviadukte brauchen wir mal. Gucken wir mal, 20. Und die normalen Viadukte brauchen wir mal auch
20 irgendwie. Soll jetzt am längsten dauern. Weil die Transponder, die Transposer unten langsam sind. Aber wir haben ja schon ein bisschen. Da können wir mal gucken gehen, was wir da machen können. So, hier soll irgendwie dieses Werkzeug hat beschädigte Daten. Lege es in der Werkbank, um es aktualisieren. Teilweise kann man es auch hier hinlegen und dann ist es dann wieder richtig. Muss halt nicht nur die Werkbank sein. Ja, packt mal den mal weg, weil sonst komme ich nicht raus. Viadukt. Einmal drüber. Erstmal ein bisschen kleines Viadukt oder normales Viadukt. Und dann diesen Verbinder. Haha, passt. Ein bisschen konnte man sich ja schon vorstellen, was es ist, aber was da jetzt für eine Auswirkung hinter steckt. Also ob das jetzt schneller, langsamer oder keine Ahnung was wird. Und dann das Langstreckenviadukt darauf. Keine Ahnung, ob man damit keine Kurven fahren kann. Hehe. Was wohl der Beweis ist. Man kann damit keine Kurven fahren. Ja. Tja. Benutzen wir mal den Porter. Den Spieler-Relocator. Futsch! Da sind wir. Ja, also, dann brauchen wir um Längen mehr normales Viadukt. Und das Langstreck ist dann wirklich nur für die gerade Strecken anscheinend. Ja, ich bin mir sicher, dass man Kurven fahren kann. Wir kraften noch, wie man sieht. Wir können mal gucken gehen, ob er irgendwo hängt. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Drei von drei. Acht von 32. Das sollte eigentlich funktionieren. Hat auch eigentlich alles angezeigt. Gespeichert 4, 6. Ein Viadukt hat er geplant und dadurch macht er. Empfiehlt irgendwas. Ich weiß auch was. Er weiß nicht, wie er das eine Viadukt herstellen soll. Haben wir irgendwo vergessen? Ui, ui. Fünf davon bekommt er, wenn er die unbehandelten Viadukte mit Erosionsstaub macht.
Und die Viadukte bekommt er, wenn er Elektroball und gehärtetes Glas benutzt. Vier Enderpearls, sechs davon. Brechen wir den mal ab. Davon hat er 20. Ein gehärtetes Glas, 20 davon. Ja. Ich glaube, ich komme gleich nochmal zurück, nachdem ich rausgekriegt habe, welche von diesen Skripten. Also das Unbehandelte funktioniert. Was also dann anscheinend nicht funktioniert, ist das Behandelte. Das normale Viadukt. Fünf davon. Ein Erosionsstaub. Start. Ja, ich schaue mir das an, was das ist, und dann sage es aus Sprache. Okay? Bis später. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und die Lösung zu dem Ganzen ist irgendein Bug mit Ender.io und Applied Energistics, wie es aussieht. Ich hoffe mal, dass das jetzt klappt, weil die Truhen da sind. Also im Endeffekt muss ich aus der Schnittstelle in eine Truhe rein und von der Truhe aus kann ich dann halt das Ganze machen. Ich hoffe jetzt nur, dass die Truhe dann auch rausgezogen wird. Das werden wir gleich sehen. Das gehärtete Glas macht er immer noch, das ist hier drin. Damit ist aber eigentlich fertig, also muss ich hier nochmal irgendwie aus der Truhe da oben rein. Oh Mann, das ist alles nicht so der Hit. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber reinpacken müsste ich eigentlich können. Ja, ich hatte sogar einen. Ja, also irgendwie. Zufriedenstellend ist das nicht. Da jetzt geht's. Also ja, rauspacken muss man auch noch. So. Also, normalerweise muss man halt das in eine Schnittstelle reinpacken oder halt mit einem Exportbus. Ich mache es jetzt so. Jetzt funktioniert es aber, wie man erkennen kann. Hier macht er die weiter und führt gerade den resonanten Ender auf für die anderen Sachen. Ja, jetzt geht's. Also nicht direkt von der Schnittstelle in Ender.io rein und auch nicht direkt in die Flüssigkeitstranspose oder die Sachen von Terminal Expansion rein. Ja, weil das funktioniert auch nicht. Also die ganzen Hopper-Erweiterungen, die haben uns, oder die Trichteranordnung, die haben wir uns sparen können. Hätten wir uns sparen können. Wobei ich hätte die runternehmen können. Ja, ich baue noch mal ein bisschen um, aber später. Jetzt nicht. Oder ich lasse es so, dann egal, mir die Trichtererweiterung. So, gehen wir mal weiter gucken.
Weil wir wollten ja hier noch ein bisschen fertig werden. Das wird wieder eine lange Folge. Also den Verbinder für das Langstreckenmodul. Und dann die normalen Viadukte. Und da kann man um die Ecke gehen. Also wie ich es mir schon gedacht habe, die Langstreckenmodule sind schneller, aber halt nur geradeaus. Jetzt müssen wir irgendwie da oben hinkommen. Ich werde danach auch noch mal gucken, wie das denn aussieht. Beziehungsweise ihr werdet es auch sehen gleich. Und demzufolge dann noch mal ein bisschen das Ding da höchstwahrscheinlich umbauen, damit einem halt nicht ganz schlecht wird. So, bis hierhin müssen wir. Das wollte ich jetzt nicht machen. Jetzt könnte man mal so einen Verbinder brauchen. Zwei Stück. Den ersten Verbinder. Dann das Langstreckenviadukt. Ah, da brauche ich noch mehr von. Landstreckenviadukt. Machen wir mal 100 aus. Und von dem Viadukt brauchen wir auch noch mal 100. Passt anscheinend alles. Sechs Stück. Noch ein paar mehr. So, jetzt den Verbinder drauf. Und dann das normale Viadukt drauf, damit wir da um die Ecke kommen. So, dann muss man das mit einem Schraubenschlüssel offen machen. Nur mal kurz zeigen, wie es funktioniert. Da mache ich mir echt die Mühe. Ah, der Effekt ist einfach genial. So, und hier vorne offen machen. Na,
Offen machen, nicht weghauen. So, und wenn man dann da reinklickt, dann kann man hier das benennen. Das ist jetzt der. Ich nenne es mal Reisehub. Man kann da auch wieder was reintun, um das zu kennzeichnen. Und wenn man dann reinklickt, hat man keine Ziele. Haben wir irgendwas zwischendurch vergessen oder stimmt irgendwas nicht? Wenn wir was vergessen haben, ist doof. Wenn irgendwas nicht stimmt, ist auch doof. Weil die Folge ist schon lange genug. Und dann nehmen wir mal Temp. Das kommt schon. Also mit Escape hier raus, das dauert halt irgendwie. Warum auch immer. So. Keine Ziele. Ja. Liegt's an den Landstreckenviadukten? Das Schaf war da am Tanzen. Ups. Landstreckenviadukt, Landstreckenviadukt, Verbinder, Viadukt. Zicke, 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 zicke. Zicke, 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 zicke. Verbinder, Landstreckenviadukt. Ach. Keine Ziele. Braucht einer von zwei? Ja, ich habe herausgefunden, wie die
verbindenden Landstreckenviadukte und die Viadukte, also die Langstreckenviadukte funktionieren. Für die kleine Strecke macht es überhaupt keinen Sinn. Und die nehmen wir mal kurz raus. Und dann zeige ich euch gleich auch warum. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob das selbst oben für die etwas längere Strecke überhaupt einen Sinn macht. Viadukte. Oh. Wir kraften doch. Machen gerade gehärtetes Glas. Ja, super. Können wir hier machen. Also reinklicken, temp, rein, zack, 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 zack. Und jetzt haben wir die Verbindung und jetzt chargen wir. Also es wird immer stärker, immer schneller und dann auf einmal macht es so wii in Anführungsstrichen. Der Sound ist ganz leise. Ja, deswegen ist die Frage, ob das überhaupt sich lohnt auf der kleinen Strecke. Ihr müsst da einmal, nachdem ihr die Verbindung gebaut habt, draufhauen. Und dann macht er den Link. Und nachdem er den Link gemacht hat, funktioniert's. Aber wie gesagt, auf den kleinen Strecken hier ist das anscheinend ja nicht wirklich so interessant. Bis auf die Sache, dass man halt dieses Charging hat. Also hier lasse ich das Stück. Hier wird sicherlich interessant werden, weil das geht ja eine ganze Weile. Und ja. Das war's. Erstmal. Ich hoffe, es hat euch. Oh Mann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, ob da irgendwas hängt. Ja, diese Viadukte finde ich cool. Seit. Ich glaube, jeder fand die schon fast. Glaube ich, cool als. Ich glaube, Direwolf war der Erste, der mit der Beta rumgespielt hat. Auf dem Forgecraft-Server. Als die zuerst mal gezeigt wurden, die fand die ja damals schon cool. Das war aber wirklich schon vor gut 4 Monaten oder noch länger. Und. Oh. Ja, das ist natürlich wieder ein Problem hier. Wo ist mein Blei? Erstmal 10. Ich glaube, ich muss da einen Tresor hinpacken. Ja, okay. Da muss ich schon mal nachschauen. Das ist natürlich doof. Dass er sich voll packen kann. Ja, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die schon damals cool und ich bin der Meinung, das ist eine recht nette Sache, die man halt nur noch ausweiten kann, um dieses Down hin und her zu laufen, vielleicht ein bisschen zu limitieren, indem man halt Abzweigungen reinbaut. Das geht halt auch. Und die Abzweigungen, die kann man dann halt nachher dann
anwählen, wenn man halt da reinklickt. Er baut noch. Also ja, ich muss dann nochmal nachgucken, was da los ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und